Herzlich willkommen allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Gestern kam kein... Oh. Dank eurer regelmäßigen Einkäufe läuft Nuxladen wirklich gut. Und zwar so gut, dass der Platz im Laden einfach nicht mehr ausreicht. Deswegen ist ein Umbau geplant, damit das Sortiment erweitert werden kann. Dafür wird der Laden morgen geschlossen und auch die Verkaufskiste ist nicht verfügbar. Wenn ihr also etwas kaufen oder verkaufen wollt, kümmert euch besser noch heute darum. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Oh, cool. Endlich. Baut Schlepp und Nepp endlich mal um. Endlich. Darauf haben wir ja schon lange gewartet. Gestern kam keine Folge, weil ich hab's nicht vergessen, aber ich hatte nicht allzu viel Zeit. Und dann hatte ich irgendwann kein Internet mehr. Das war auch belastend, Leute. Ja, belastend. Aber ich hatte erst in der Nacht kein Internet mehr. Komm, ich erzähle euch die Story mal wieder, ja? Also ich war gestern Nacht doch joggen. So von 23 Uhr bis 1 Uhr ungefähr. Dann bin ich nach Hause gekommen. Dann habe ich die Haustür aufgemacht, wollte Licht anmachen. Und was ist? Die Sicherung fliegt erstmal raus. Aber so wie ich ja bin, ne? Gehe natürlich erstmal in mein Zimmer hoch. Beziehungsweise in meine Wohnung hoch. Und... lass das einfach so bis zum nächsten Tag. Ja. Zum Glück habe ich die Lucifer-Staffeln gedownloadet. Genau. Ach, ich habe was gefangen gestern. Das glaubt mir jetzt wahrscheinlich eh niemand, aber ich habe ein Video. Also zumindest versucht, eine Aufnahme dazu zu machen. 30 Sekunden, hier ist es. Oh Gott, der springt aber weit weg vom Frühjahr. Genau, Chihiros Reise, Haus. Und irgendwo war da der Käfer. Irgendwo, da ist er. Den schnapp ich mir. Und jetzt drücke ich, glaube ich, erst die Aufnahmetaste. Und jetzt hole ich den Kescher raus und dann geht's los. Aber ich habe den Fang, glaube ich, gar nicht mit drin. Seht ihr das? Sondern ab hier habe ich ihn angefangen. Tada, der Atlas-Spinner. Und dann habe ich noch eine Maulwurstgrille freigeschaufelt. Da seht ihr, wie viele Löcher ich gegraben habe, bis ich die mal hatte. Das hat gedauert, auf jeden Fall. So. Das hat mich schon ein bisschen happy gemacht gestern. Finde ich auch super. Okay. Gut, dass die nicht heute umbauen, weil sonst hätte ich meine ganzen Pfirsiche jetzt hier. Und mein Inventar ist ziemlich voll. Ziemlich voll, würde ich sagen. Vielleicht bringe ich erstmal Sachen nach Hause oder ich gehe erst einkaufen. Ich glaube, ich gehe erst einkaufen. Ja. Komm, gehen wir eben einkaufen. Haben wir schon 9 Uhr? Nee, ne? 8.30 Uhr circa. Haben wir noch ein Fossil? Tadam! Super, Skille war wieder da. Das war natürlich auch schön. Heute regnet es. Also eigentlich könnten wir vielleicht angeln. Oder... ja, ich würde sagen, heute angeln wir und morgen, da ja morgen Nuxladen zu hat, können wir dann endlich oben, ne? Da den Fluss da weitermachen. Und dann da irgendwo dann auch das Museum hinstellen. Genau, das können wir so machen. Hier ist aber nichts mehr, ne? Oh, ich find's gut. Gestern hat's geregnet, heute hat's geregnet. Ist echt schön. Vor allem, da muss ich die Blumen nicht gießen. Das ist echt, wow, Luxus pur, Leute. Luxus pur. Von mir aus kann es hier die ganze Zeit regnen, wirklich. Ich habe nichts gegen Regen, ich find's schön. Vor allem ist da ja auf einer Insel ja eigentlich immer so eine Art warmer Regen. Ist auch schön, oder? Oh, guck mal, 5000, super. Das ist mein nächster Einkauf bei Nook und Schlepp und Nook. Grundwasserbrunnen, okay. Ja, stimmt, ich habe glaube ich noch 2 Rüben zu Hause. Kann das sein? Kann ich dann eigentlich auch gleich noch verkaufen. Bevor die vergammeln. Hör mal, Nuxladen läuft ja wirklich spitze, seit wir uns hier niedergelassen haben. Aber zurücklehnen und die Sache einfach laufen lassen, ist schlecht fürs Geschäft. Wir planen Großes, jawohl. Ganz recht, unser Laden wird erneut erweitert.
Morgen haben wir geschlossen, damit der Umbau beginnen kann. Ziemlich kurzfristig, ich weiß, ja. Und ein ganzer Tag lang, ohne unsere günstigen Preise und einzigartigen Service. Ja, es wird nicht einfach. Aber übermorgen sehen wir uns dafür doch sicher wieder, oder? Ja, sehen wir uns, Kleider. Die gefällt mir. Ein Kleiderschrank. Der ist echt schön. Ich dachte, das wäre so eine Art. Vielleicht für Zauber, wenn wir so eine Zauberbühne bauen. Für so einen Zauberer. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja. Ein Toaster? Ich weiß, ich kaufe viele Sachen doppelt, aber ich denke mir, die wollen irgendwann umbauen. Die Lotto-Maschine, die habe ich auf jeden Fall. Den Toaster weiß ich nicht mehr. Ja, zeig mal her, was du hast. Ja, eigentlich nichts für mich hier. Leider. Nee, nichts für mich. Ja, tschüss. Diese Haare habe ich außerdem, achso, ja stimmt, die habe ich von Tina und Sina gestern gekauft. Das wird ja als Gothic betitelt. Gothic-Haare. Aber okay. So Gothic finde ich die gar nicht, weil... Tragen das nicht viele so? Ich weiß nicht. Hier haben wir noch ein Dings. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Museum, damit wir Platz im Inventar haben. Oh, hier haben wir direkt noch einen. Sieh mal an. Noch ein Fossil. So, jetzt aber. So, hier haben wir unseren Atlas. Stimmt, ich hätte die Sachen auch verkaufen können. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ah, hallo, hoch, 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 hoch. Oh, ein Atlas. Oh mein Gott. Ich würde den ja am liebsten essen. Fossilien analysieren. Wie viel haben wir? 5, ne? 6. 7. Hier, bitteschön. Komm, eins wird da wohl dabei sein, oder? Was du noch nicht hast. Na? Oh ja. Super. Also irgendeins will er haben. Ich will etwas stiften. Oh, nur eins. Tatsächlich nur eins. Was haben wir denn? Triceratops. Oystenopteron. Okay. Okay. Ja, lassen wir so. Hier, bitteschön. Bitteschön. Okay. Perfekt. Perfekt. Noch 13 Tage, Leute. Oder 12. Dann können wir uns endlich das Museum wieder anschauen. Und ich bin gespannt, wie voll das ist. Oh. Keke ist wieder da. Und Bauarbeiten. Okay, cool. Cool, cool, cool. Wir gehen mal eben hier an die Meilen-Dinger. Gucke ich mal eben nach neuen Zäunen. Ja, bitteschön. Erster Tag. Ja. Ich gehe nicht jeden Tag hier hin, das stimmt. Nur mal ein Einlösen. Die Eisen. Oh ne, die finde ich echt nicht schön. Heldenroboter auch nicht. Aber das Freiluftbad, das hätte ich schon ganz gerne. Ja, einlösen. Na, oh, super, die Bastanleitung würde übertragen. Nee, nein. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis bald, kann ich das erlernen? Oh, tatsächlich. Dachte, den hätten wir schon. Den Eisenholztisch. Was hier mit? Freiluftbad haben wir ja neu gekauft. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Guck mal eben, welchen Fisch wir noch nicht hatten. Irgendwo liegt hier mein Zettel auf dem Schreibtisch. Ach, da habe ich ihn. Ach nee, das ist der gar nicht. Das ist der ja gar nicht. Ah, hier. Wo müssen wir denn dann fangen? Regen. Okay. 11 bis 4 Uhr. Das haben wir, glaube ich, nicht geschafft, ne? Oder? Warte, wir haben doch... Doch, ist doch dazwischen, oder?
Nee, 22 bis 4 Uhr und der Kostenflosser Uhrzeit egal. Okay, wir könnten natürlich ein bisschen fischen gehen. Dann, ja. Aber erstmal verkaufe ich die Sachen jetzt alle hier, die ich im Inventar habe. Hätte ich auch gerade machen können, ich weiß, ich hab's vergessen. Shame on me, danke. Willkommen, Moritz. Ich will. Achso, Rübenpreise. Ich muss an die Rübenpreise denken. Komm, ich verkaufe euch auch. Ihr nervt mich irgendwie alle im Inventar. Kann euch ja nochmal kaufen. Rübenpreise, genau, Rübenpreise. Oh, den Kleiderschrank, den will ich behalten. Den finde ich cool. So, super, abgewacht. Und jetzt hier Rübenpreise, bitte. 168, okay. Dann kann ich meine anderen Rüben noch verkaufen. Hört sich sehr gut an, Nook und Schlepp und Nepp. Was habe ich gestern eigentlich für eine Serie angefangen? Ach nee, gestern war ja Freitag, ne? War gestern Freitag? Ja, war's. Ich bin schon richtig verwirrt. Weil schon gar nichts mehr von gestern. So ein Höllentag. Ah ja, ich habe Spinat gegessen. Super, ne? Ah. Okay. Das kann ich auch offscreen machen, die ganzen Sachen einzusammeln. Dann angeln wir jetzt. Ausrüsten. Hallo, Koala, schön. Ich rede gleich mit dir. Warte nur kurz. Aha, was haben wir hier? Ein Kalmar. Okay. So, jetzt bin ich bereit. Hallihallo, wie geht's dir? Ach Menno, heute habe ich etwas verschlafen, aber das macht nichts. Jetzt kann ich frühstücken und Mittagessen gleichzeitig essen. Ja. Willst du nochmal reden? Du, ich habe da was gehört. Chihiro will mit einem ganz bestimmten Namen gerufen werden. Weißt du mit welchem? Einsame Inselsiedlerin, total knuffig, oder? Also, meiner wäre ja der Vielfraß von Nimmerland. Okay. Alles klar bei dir, altes Haus? Ich habe gehört, dass Jessie eine vollgemeine Erkältung haben muss. Ich hoffe, ihr geht's nicht allzu schlecht. Oh, willst du vielleicht mal kurz nachsehen? Oh ja, da müsste ich nur Medizin mal eben herstellen. Oder kaufen. Ich kaufe sie eben. Ich meine, mich rettet ja hier auch jeder, ne? Wenn ich mal irgendwie krank bin. Das gab's früher nicht. Nee, früher wollten die dann Geld haben, dass ich mir Heilung kaufe. Ach, ich wollte gar nicht mit dir ansprechen. Ich möchte dich gar nicht ansprechen, Herr Nepp. Ich will mit deinem Bruder reden. Genau. Das ist Medizin, ne? Ja. Ich kaufe mal 5, weil manchmal reicht nicht einmal, sondern mehrmals. Aber es war nur in den alten Teilen. Mal gucken, wie es hier ist. Ein herzliches Danke. Ja. Dank euch auch. Ich danke euch auch. Jesse. Hier wohnt Lukas. Lukas ist aber erkunden. Jesse war nicht oben, glaube ich. Sie müsste hier gewesen sein, oder? Jesse, was ist los? Erzähl's mir. Oh, du bist Misusa, stimmt. Misusu. Wie erquicklich, dass du mit einem Besuch abstattest. Bist du bereit? Morgen früh wird die Akademie des schönen Hauses unsere eigene Heime bewerten. Schnell noch einmal putzen, etwas umräumen. Ich werde nichts dem Zufall überlassen, Träum. Was hast du diesmal auf dem Herzen, Träum? So ein Kung-Fu-Hemd befördert ausschließlich die eigene Bewegungsfreiheit. Und das gilt nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist, Träum. Und ich dachte, die schenkt mir ein. Ist die Lichterkette da oben neu? Die sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Und die Sterntapete, die ist mir vorher nie so aufgefallen. Sieht schön aus. Ja, tschüss. Schieß. So, ich werde heute, ne, Wohnung sauber machen.
putzen, ne? Ich habe, glaube ich, schon letztes Mal erzählt. Ah, nee, das habe ich, glaube ich, im One Piece Part erzählt, ne? Dass ich ja bald umziehen werde und Interessenten können dann bestimmt dann irgendwann mal hier die Wohnung dann anschauen und da muss ja echt immer top sein, ne? Top on the pot. Ey, Moritz, willst du etwas sehen? Wie es mir geht? Das finde ich echt super von dir, Fieb. Medizin? Oh, wow. Damit bin ich wieder ruckzucki auf dem Damm. Wow. Die ist ja jetzt schon auf dem Damm. Mir geht's, glaube ich, schon ein bisschen besser. Aber ich werde es trotzdem langsam angehen. Mir geht's schon wieder richtig gut. Dafür solltest du auch was haben. Wie wär's denn mit diesem schönen Langarm-Polohemd? Vielen Dank nochmal, Moritz. Oh, danke schön, Jesse. Falls du mal krank sein solltest, Moritz, sag Bescheid. Ich kümmere mich gerne um dich. Nee, lieber nicht. Zeig mal her. Okay. Sieht in Ordnung aus. So, Nook Meilen. Da haben wir sie. Oh, ich freue mich schon, wenn mal irgendjemand mal wieder auszieht, ey. Achso, ich könnte mir noch die Sachen anschauen, die wir uns da mit Rezepten erlernt haben. Ah, das ist der Tisch und das. Okay. Das ist hier. Eine Maulwurfsgrille. Okay. Hier geht es halt die ganze Zeit. Die Riesenwanze zwischen 19 und 6 Uhr. Und den hier gibt es nur zwischen 19 und, ne? 1, 2, 3, 4 Uhr. 19, 4 Uhr. Sonst hatte ich hier, glaube ich, nichts Neues, ne? Vielleicht nur die Schildkröte. Ja, bitteschön. Und das war es dann auch. Okay. Da können wir jetzt angeln. Angeln, angeln, angeln. Da haben wir was. Oh, vollkommen daneben. Och, Mann, ey. So, hier, bitteschön. Beiß an. Super. Ein Kiesling. Ein Klische. Gibt's den Kiesling hier noch? Ich meine, den gab's früher auch. So, okay. Dann nicht. Waren wir eigentlich in dem Haus hier drin? Nee, ne? Das gehörte, glaube ich, Nashorn. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh ja, Nashorn, schnell wieder weg. Genau, lies mal schön. Aber die Kissen, die waren schön. Die waren echt schön. Die hätte ich gerne. Für mein Eigenheim. So. Ach, wir haben eine schwarze Rose. Ich hoffe, ich habe sie euch gezeigt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine. Haben wir die gestern bekommen? Ich weiß es nicht. Also eine dunkle Rose. Dunkelrot, würde ich sagen. Ja, beiß an. Ich hätte gerade fast wieder A gedrückt. Es war ganz knapp. Ganz knapp. Eine Flunder. Komm, die Muscheln. Riesenmuscheln sind immer cool. Ich hätte noch ganz gern mehr Buschelrezepte. Ja, hier haben wir einen kleineren Fisch. Ah, könnte ein Seepferdchen sein. Und ein Makrele. Oh, hier ist der Geldbaum. Wie fahren wir hier? 10.000, okay. Sehr schön, da ist noch einer. Nochmal 10.000. Hier ist ein schöner Fisch. Ein schöner Fisch. Sehr gut. Ein Barsch.
Mich interessiert gerade, wie viele Fische es eigentlich gibt. Ich würde ganz gerne mal kurz hier einmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mal 5. 50, also 80 Fische gibt es. Ach, Insekten. Oh. Leute, Fische. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mal 5, also auch 80, ne? 10 mal 5, 50 plus 5 mal 6 sind 30, ja. Okay, so viel ist das gar nicht. Ich dachte 100. Aber 100 wäre eigentlich eine schöne Zahl gewesen. Für die Fische. Oh, einmal da. Und da. Oh, nur Leben. Egal, wir brauchen, glaube ich, mal wieder ein bisschen was. So, super. Dann, oh, guck, da kriegen wir auch schon wieder Meilen. Perfekt. Perfekt, was gibst du mir heute? Okay, einfach nur Steindinger. Ach hier, ich habe auch was entdeckt gestern. Und zwar, wir haben. Was? Konzertkäufer? Also zwei Events wird es wahrscheinlich noch geben, wie es hier aussieht. Ja. Weil ich glaube, das hier sind so die Events, würde ich sagen. Also zwei gibt es noch. Angelturnier, Insektenturnier und noch irgendwas. Ja, genau. Das habe ich gestern noch entdeckt. Sehr toll, ne? Ja, sehe ich auch so, Leute. Sehe ich auch so. So, dich hole ich. Och. Dich hole ich mir. Komm her. Sehr schön. Ein Flussbarsch. Ne, Bachschmerle. Ist ja alles das gleiche. Hier ist sie, außerdem. Hier ist die dunkle Rose. Die schwarze Rose. Ich beschwöre Schwarzrosendrache im Angriffsmodus. Ah. Ja. Die Karte war echt cool, oder? Schwarzer Rosengarten. Yu-Gi-Oh, ey. Ach gut, Geld. Geld haben wir. Ah, spammen. Komm. Ich will mehr Geld. Mehr Geld. Danke. Danke, da müssen wir jetzt eigentlich. Fast. Fast haben wir es. Fast hätten wir die 200.000 geknackt. Ich glaube, ich bringe mal eben ein bisschen Geld weg. Ach, guck mal, hier genau. Hier rein bringe ich das Geld nämlich. Düdü, 10, 10. Ich meine, es ging 30.000, oder? Vergraben. Oder kriegt man nur 30.000 dann raus? Ich weiß es echt nicht mehr. Weil früher habe ich nie hier das so machen müssen, dass ich nur. Dass ich dann drei dieser Dinger da bekomme. Ich glaube, 30 ist echt zu viel, oder? Ach Gott, ich weiß es nicht mehr. Wenn ich jetzt Geld verschwendet habe, tut es mir leid, echt. Ich habe ja jetzt 30 reingetan und 30 kriege ich dann wahrscheinlich da raus, ne? Ach, Menno. Okay, dann mach du mal hier. Leute, Leute. Oh, hier ein bisschen Geld rein. Bankautomat. Einzahlung. Ich möchte mal so viel einzahlen, danke. Und wir sehen uns dann wieder. Genau. Beenden. Kann ich jetzt endlich einen Camper rausschmeißen? Bitte, bitte. Komm, Milena. Oh, Moritz, guten Morgen. Wie kann ich dir heute helfen? Ich möchte gerne eine Bewohnersache.
Es tut mir sehr leid, dass dir ein Bewohner Ärger macht. Unternehme etwas. Welcher unserer Bewohner macht in Kummer, Pamela? Und was stört dich an Pamela? Die Ausdrucksweise. Oh je, tut mir wirklich leid, dass Pamela dir gegenüber wohl nicht höflich war. Soll ich mal mit Pamela reden und sie... Ja. Super. Ja, schön. Ich möchte aber eigentlich, dass sie auszieht. Ach, Manuel. So, dann machen wir hier mal ein Konzert mal eben. Damit wir die CD bekommen, die er da gerade spielt. Hi, was geht? Eine Show lass ich heute noch steigen, bevor die Straße Nacht wird. Hier, Musikwünsche 8 Uhr, 18 Uhr, okay. Also geht das hier erst um 18 Uhr los? Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Ja, wir sehen uns einfach morgen wieder. Morgen bauen wir dann richtig um. Und da freue ich mich tatsächlich auch schon ein bisschen drauf. Und wir sehen uns dann tatsächlich morgen wieder. Warte. Den habe ich nicht. So. Der ist besser. Aber noch nicht gut genug. Ach Gott, ey. So. Junge, komm. Komm. Ja, genau. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein mit dem Kaiserschnapper.